herzlich willkommen. Zweiter Aufnahmeversuch. Beim ersten Mal hat die Kamera den Geist aufgegeben. Zum Glück erst nach, was ich beurteilen würde, 10 Sekunden. Wir haben nicht allzu viel verloren, aber ihr habt schon verpasst, wie ich die Kiste aufgemacht habe. Aber ich denke mal, der Schaden hält sich im Rahmen des Begrenzbaren, sagt man das so? Ich weiß es nicht, tut mir leid. Wir machen es einfach mal da weiter, wo wir vorher aufgehört haben. Nämlich das Unpacking der August-Flut-Chest 2015. Manche Worte muss man besonders betonen! Das ist das Lootbook zur Loot-Chest im August 2014. Hier stehen ein paar Sachen drin zu Saft, das Gewinnspiel. Game One Moderatoren zurück im TV. Interessant. Games Night TV. Neue Ankündigungen. Wir haben zum 8-Bit-Shop Sachen, die in der Loot-Chest drin sind, die wir uns das nächste Mal angucken wollen. Und der Programmplan von den Rocket Beans. Rocket Beans. Rocket de Bonnet. Irgendwie sowas in der Richtung. Okay, gut. Rocket Beans. Von den Typen werden wir noch viel hören. Den Raketenbohnen. So, machen wir das Ding mal auf hier. Loot Chest und so. Das erste scheint ein Poster zu sein. Wenn ich mich an meine erste Loot Chest erinnere, da war ein an Final Fantasy 7 angelehntes Poster drin. Nicht besonders gut angekommen. Das hier sieht wesentlich stabiler aus als damals. Doch relativ hochwertiger Druck. Und der hat ein bisschen unter dem Verpackungsdruck gelitten, aber ich habe einen Druck zu Superman. Is it a bird? Is it a plane? No, it's Superman! Sieht ganz schön aus, so ein bisschen im Pop-Art-Style. Ja, schönes langes Poster, kann man sich an die Wand tun. Mal schauen, ob ich einen Platz dafür finden werde. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Wird sich gut machen bei mir. Haben wir schon mal ein Superman-Poster. Poster. So. Das nächste ist ein Schlüsselanhänger zu The Big Bang Theory. Oder die Idee vom großen Rums, wie ich es liebevoll nenne. Ein so ein Gummischlüsselanhänger hier. Das namensgebende Bazinga von Sheldon. Und ja, ich spreche das Englisch Bazinga aus, weil that's what he does und nicht Bazinga. Das macht man nicht. Ich kann nicht verstehen, wie man sich The Big Bang Theory auf Deutsch angucken kann. Andererseits, die Nerds, die ohnehin die Zielgruppe sind, können wahrscheinlich Englisch und gucken uns deswegen auf Englisch. Aber gut, ich will nicht meckern. Bazinga. Ja, wisst ihr Bescheid? Schlüsselanhänger The Big Bang Theory. Schön, gefällt mir. Weiter im Text. Wir haben hier ein Blechschild von Simpsons, wo der gute Homer träumt, irgendwie auf dem Mount Rushmore verewigt zu werden. Ein Blechschild, gehalten im Stil von Blechschildern. Ich weiß nicht, ob es so eine Art Sammler-Gilde gibt oder so von diesen Blechschildern, die es irgendwie auf Teufel komm raus verteufeln, diese Dinger jemals auszupacken oder sowas. Ich gehöre zu den Leuten, die sich solche Dinger dann auch gerne mal an die Wand tun. Ich weiß nicht, ob die Simpsons jetzt mein präferiertes Motiv gewesen wäre, aber ich muss sagen, es sieht gut aus. Aber ich weiß nicht, ob ich das neben meinem Guinness oder Sierra Tequila Schild hängen wollen würde in der Küche, die ich habe. Aber wir wollten es zumindest mal erwähnt haben. Es sieht auf jeden Fall schön aus. Also Simpsons-Fans sind glücklich. Der Rest kann überlegen, ob er damit was anfangen kann oder will. Simpsons Blechschild. So, hier haben wir wieder was, was die gute Rudelgurke freuen dürfte. Shoutouts an Rudelgurke. Und das hier ist Perry Rhodan. Offenbar Neo. Ich habe keine Ahnung von Perry Rhodan Neo. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber es sieht nach so einer Romanreihe aus, so von der. Mal eine kurze Geruchsprobe. Also vom Papier her erinnert es sehr an diese Groschenhefte hier aus dem Bastei Lübbe Verlag so ein bisschen. Ist auf jeden Fall ein bisschen dicker, aber fühlt sich irgendwie genauso schwammig an. Ich weiß auch nicht. Also die Papierqualität, hoffe ich, ist jetzt mal nicht ausschlaggebend für das, was Perry Rhodan ausmacht. Also da kann der Rudelgurke wahrscheinlich wesentlich mehr zu sagen als ich.
Ich als Perry Roden Noob. Aber gut. Hier ist irgendwie auch noch was zu Perry Roden. Die Welt des Perry Roden. Man schreibt es ja 1960. Menschen zum Leben zu Science Fiction Autoren. Okay, 1960 also. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber war nicht fast. Nee, halt 65 war, glaube ich. 63. Oh Gott, ich komme nicht mehr drauf. Könnte auch 63 gewesen sein. Und was mit Doctor Who, wo das gestartet hat. Die hat auch irgendwie Jubiläum gehabt. Letztes Jahr, vorletztes Jahr. Irgendwie in einem Dreh rum. Jubiläum. Wunderbar. Klasse. Was 64. Ich komme nicht mehr drauf. Ist es denn wahr? Hier in diesem Beilageheftchen werden auf jeden Fall mal die ganzen Charaktere beleuchtet. Perry Roden Planetenromane. Planetenromane. Ha. Perry Roden Neo. Was hat es damit auf sich? Realisierung liegt ab Band 1 vor. Hier ein neuer Roman wird als E-Book ausgewählt. An einer ersten Produktpalette. Hier wird wahrscheinlich schon mal auf Neo eingegangen. Irgendwo hier wird bestimmt auf Neo eingegangen. Vielleicht ist es mit Perry Roden und Perry Roden Neo wie hier mit Star Wars, die alte Trilogie und die neue Prequel-Trilogie. Ich hoffe es nicht. Oh, der sieht ein bisschen aus wie Rocket Raccoon, nur dass es ein Bär ist. Ein bisschen. Gut. Reginald Bull, von seinen Freunden Bully genannt. Okay. Let's see. In Zukunft wir haben einen langen Weg des Perry Rodan. Ich weiß nicht, was es mit Perry Roden Neo auf sich hat. Warte mal, vielleicht steht dazu im Lootbook ja was. Warum habe ich da eigentlich nicht zuerst nachgeguckt? Perry Roden Novel. Das ist eine neue Reihe der Perry Roden Romanserie Neo. Neue Abenteuer der Crew rund um den gleichnamigen Helden der Serie. Also quasi so eine Art Fortsetzung. Ist es ein Reboot? Ist es eine Fortsetzung? Ich weiß es nicht. Ich werde mal reinblättern. Vielleicht kann ich irgendwas dazu sagen. Ich werde jetzt mal ein bisschen eine kleine Lesung Perry Rodan Neo. Band 101, er kam aus dem Nichts von Michael H. Buchholz. Im Jahr 2036 entdeckt der Astronaut Perry Roden auf dem Erdmond ein außerirdisches Raumschiff. Damit verändert er die Weltgeschichte. Die Terranische Union wird gegründet. Sie wird die Menschheit einen und zu den Sternen führen. Eine Ära des Friedens und Wohlstands scheint anzubrechen. Doch sie wird jäh unterbrochen. Das große Imperium der Arkoniden, sorry, ich kann die Rasse noch nicht so ganz aussprechen, annektiert das Sonnensystem und erobert die Erde. Unter Perry Rodens Führung können die Menschen diese Fremdherrschaft schließlich abschütteln. 11 Jahre sind seit dem Abzug der Besatzer vergangen. Die Menschheit hat sich zu einer raumfahrenden Zivilisation entwickelt. Da lösen die Warnsatelliten Alarm aus. Überraschend taucht mitten im Sonnensystem ein fremdes Raumschiff auf. Okay, das ist. Belassen wir es dabei. Ich schaue mir das später nochmal an und sage euch später mal dazu was. Mega Sour Gumstick Strawberry Flavor. Das scheint extra saurer Kaugummi zu sein. Als Stick verpackt. Das ist mal ein Tampon. Das ist natürlich Quatsch, das scheint ein Kaugummi zu sein. Ich habe saurer Kaugummi extra eingepackt. Wenn ich das Ding nur sehe, läuft mir schon der Wasser im Mund zusammen und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt austesten will. Ich glaube, ich hebe ihn mir für einen sinnvollen Moment auf. Das ist quasi wie die Fat Lady. Kennt ihr die Fat Lady aus Independence Day? Die Fat Lady, die Zigarre, die wird erst dann geraucht, wenn der Feind erledigt ist. Das ist meine Fat Lady. So. Aber die Fat Lady. Dann haben wir hier Amazing 3D Collectors Limited Edition. Das ist quasi das das, wenn ich das richtig betrachte, ist das hier das Titelmotiv, beziehungsweise das Kinopostermotiv zum ersten Star Wars Film. Episode 4. Ich finde es immer noch verwirrend, wie die das mit der Episodennummerierung gemacht haben. Jetzt fange ich wieder an zu gähnen. Der mit Shoutouts an Rudelgurke und den Mojo. Sorry, es war ein langer Tag. Ihr habt ja keine Ahnung. Leider. Zum Glück. Zum Glück habt ihr keine Ahnung, wie mein Tag war bis jetzt. So, ich gucke mir das hier mal an, hol das mal raus.
Das sieht nach einem... Ist das ein Holzrahmen? Das ist tatsächlich ein Holzrahmen, oder? Könnte auch viel Plastik im Spiel sein. Ich bin immer wieder begeistert, wie man diesen Lenticular-Effekt auch auf einer Kamera mit einer Linse so abbilden kann. Der 3D-Effekt geht ein bisschen flöten, aber der Effekt an sich funktioniert ganz gut. Das finde ich immer ganz spannend. Auf der Rückseite gibt es hier so eine Halterung, um das Ding aufzuhängen. Mal schauen, wie stabil das ist. Also vom Gewicht her ist es... geht. Wobei die Halterung, da fällt mir irgendwie auf, da ist die... Sieht aus, als wäre die Bohrung ein bisschen schief. Das ist schon ein bisschen schief angebracht. Schade. Aber vielleicht gleicht sich das in der Waage aus, wenn man es so auf einem Nagel oder sowas dann befestigt. Oder so. Gut. Ein Wandmotiv, ein Bildmotiv Star Wars. So, hier haben wir das Item der Plus-Ausgabe der Loot Chest. Die Loot Chest Plus bekommt ihr wie immer für 5 Euro Aufpreis mehr im Monat. Und es handelt sich um das verschollene Logbuch von Blackbeard. Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich bin mir sicher, dass es sich um ein Buch mit Geschichten, Erzählungen etc. und Lore aus dem Assassin's Creed Universum, speziell dem vierten Teil Assassin's Creed 4 Black Flag, handelt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr überrascht, sowas zu finden. Also sowas in der Aufmachung, in der Qualität vor allen Dingen, habe ich jetzt in der Loot Chest ehrlich gesagt noch nicht mit gerechnet. Hatten wir bis jetzt noch nicht. Ist aus dem Panini Verlag. Und deutsche Buchpreisbindung sei Dank, ist das Ding mal ein echtes Sammlerstück mit einem ordentlichen Preiszettel drauf. Kann man das so sagen? Nein. Aber ich tue es einfach mal. Okay, es ist eine Mischung, wie ich sehe, aus Artbook und so Lore-Stuff. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Oh! Angeklebte Spielkarten. Die haben bestimmt was zu bedeuten. Geheimnisse? Vielleicht schon mit hier ein ganzes Kartendeck drin. Oh, apropos Karten. Hier sind ein paar Karten. Oh. Irgendwie wehrt sich das Ganze. Ist ein bisschen filigran. Es fühlt sich sehr, sehr interessant an, da irgendwie rumzublättern. Okay, hier ist das irgendwie festgeklebt an der Seite. Hier ist eine Seekarte. Bahamas, Nassau. Nee, den Atlantik. Okay, die Sachen sind alle auf Deutsch soweit. Ist natürlich auf Deutsch übersetzt. Ich meine, sieht gut aus. Royal Navy Rum. Aha. Ich hatte schon Artbook und Geschichtserzählung. Hier sind ein paar Shanties. Wenn ich jetzt auch noch die Noten lesen könnte, dann könnte ich euch was vorsingen. Hier fehlen wohl Seiten, beziehungsweise es soll so aussehen, als ob hier ein paar Seiten rausgerissen worden sind. Finde ich witzig. Schöner Effekt. So kann man auch ein bisschen mit der Erwartungshaltung der Leser spielen. Oh. Also von dem Buch hier bin ich hin und weg, ey. Also das ist mal ein Plus-Item. Das hätte man theoretisch schon in einer eigenen Loot-Chest packen können. Oh, jetzt ist... Ich glaube, da hinten ist gerade die Enterprise zu Fall gegangen. Ja, die Enterprise ist gefallen. Das war es. Die Klingonen haben gewonnen. So, T-Shirt entfällt diesmal. Aber dieses Buch entschädigt für ein fehlendes T-Shirt. Es ist ein würdiger Ersatz für ein T-Shirt. So, jetzt komme ich wieder zu einem Punkt an, wo ich versuche, den ganzen Krempel hier wieder möglichst sinnvoll auf dem leeren Karton zu drapieren, um euch einen ansatzweisen Überblick zu geben, was insgesamt drin war in dieser Loot-Chest. Ich hoffe, ich schaffe das mehr oder weniger. Das ist jetzt ein bisschen schwierig wegen der ganzen sperrigen Zeug hier. Der ganzen sperrigen Zeug, danke. Rest in Peace, deutsche Grammatik. Gut, probieren wir es mal so. Hier haben wir noch die Fat Lady, die packen wir mal hier aufs Logbuch. Passt. Der Perry Rodan, den tun wir hier, den Perry, der Jute Perry.
Der mag ihn nicht, der Perry. Der Perry, Lootbook. Ja gut, Lootbook ist quasi Essential, ne? Ist ja immer quasi mit da drin, aber hier das Buch zu Assassin's Creed, das, wow. Hin und weg. Ja. Bazinga. Das ist die Loot Chest August 2015. Und ich muss sagen, hat mich echt überrascht. Zu meinem Hähnchen mit so was, hier so ein Klubi, oh sorry, so ein riesen Star Wars Ding hier noch zu finden. Aber das Buch. Oh. Wer mich kennt, weiß, ich liebe es zu lesen. Ich mag den Geruch, ich mag das Anfassen von Büchern, den Geruch von Papier in der Hand. Das kann kein E-Book der Welt jemals ersetzen. Deswegen also Paper for the win. Immer. Immer wieder gerne. So. Ja, das war's von mir an dieser Stelle. Das war die aktuelle Loot Chest. Ich war diesmal ein bisschen ausführlicher als sonst, aber ich habe es auch diesmal etwas anders gedreht, etwas anders gemacht. Ich habe es jetzt quasi direkt live kommentiert. Live für euch. Und ich hoffe, das hat einigermaßen funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was dazu sagen. Wie gesagt, Loot Chest Links dazu findet ihr in der Beschreibung des Videos. Ansonsten würde ich dann sagen, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sorry, dass ich wieder gehen muss. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Alex Tiefenbiss. Ihr seid auf dem YouTube-Kanal Der Dritte Spieler. Das war ein Loot Chest Unpacking und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.